Schlag zurück! Du Arschmensch! Merkst du nicht, dass ich dich lieb hab? Das einzig Erfreuliche, worüber ich im Augenblick schreiben kann, ist Christian. Jede Woche kommt pünktlich ein Brief von ihm aus Marburg. Das Leben und die Arbeit an der Universität machen ihm großen Spaß. Chris! Keine Bewegung! Sich etwas in mir, das aufzuschreiben, was ich aufschreiben muss, wenn das Buch nichts als die Wahrheit enthalten soll? Paul! Paul! Paul, es ist bisher einer deiner größten Vorzüge gewesen, dass du mir niemals nachspioniert hast. Wie lange lebt eigentlich so ein Mensch normalerweise noch? Wenn du 30 wirst, wird er 90. Darauf kannst du dich verlassen. Der hat eine Konstitution, die nur Männer haben, die zwei Weltkriege überstanden haben. Mal sehen, ob er das auch schafft. Glaubst du nicht, dass es sehr schwer ist für mich, Chris? Was? Nichts von dir zu wissen. 5. Dezember 78. Heute habe ich zum ersten Mal Christian mit einem Mädchen gesehen. Sie saßen zufällig im gleichen Bus wie ich. Ich hoffe, es klappt. Meine Rechnung bezahlt der Herr hier. Paul hat eine Affäre mit seiner 26-jährigen Sekretärin. Schon fast 2 Jahre lang. Paul, mein geschiedener Mann, ist tot. Das Letzte, was ich von ihm bekommen habe, war ein Brief, in dem er Chris als Mörder Georgs bezeichnet hat. Erstaunlich, was aus dem Jungen geworden ist, nach all den Schwierigkeiten. Ich habe nichts verbrochen, außer dass ich lebe.